Was soll denn das sein? Ja, das ist HTML. Und warum das so aussieht oder wie das genau funktioniert, das seht ihr in diesem Video. Also, HTML gibt es ja schon lange und inzwischen in der Version 5, die Versionsnummer haben sie dann einfach mal weggelassen und ganz oben hier steht der sogenannte Doctype. Dieser Doctype beschreibt, um welche HTML-Version handelt es sich. Das ist ein sehr kryptischer Doctype, aber der ist, wie gesagt, für den aktuellen Standard da und die kürzeste aller Doctypes, die es je gegeben hat. Und hoffentlich der letzte, den wir benötigen. Diesen braucht der Browser, also wir können diesen theoretisch auch weglassen, dann versucht der Browser, dann arbeitet er im sogenannten Quirks-Mode und er versucht halt zu interpretieren, wie er glaubt, dass es gut ist. Durch den Doctype sagen wir dem Browser, okay, um welche HTML-Version handelt es sich und dadurch springt die entsprechende Rendering-Engine so an, dass es sozusagen sich so verhält, wie es in dieser Version definiert war, hoffentlich. Und da sind sich die Browser immer nicht so einig. Aber heutzutage mit HTML5 funktioniert das schon recht gut. Ja, dann haben wir hier das sogenannte HTML-Tag. Das ist das Root-Tag, das Wurzelelement, das alle anderen Tags beinhaltet. Wir haben zusätzlich noch ein Lang-Attribut, ist gleich DE, damit weiß der Browser auch, okay, dieses HTML-Dokument hat, also ist in Deutsch. Und dann weiß er auch, dass er nicht übersetzen muss oder so. Oder möglicherweise übersetzen kann. Ja, im Head-Tag, ja, also die Dinge, die gelben, die heißen alle Tags. Die braunen, das sind die Attribute. Also im Head-Tag sind alle nicht sichtbaren Informationen wie alle Meta-Informationen. Da sind auch zum Beispiel CSS-Dateien eingebunden, JavaScript-Dateien eingebunden, Meta-Informationen, damit zum Beispiel hier der Character-Set, damit er weiß, welchen Zeichensatz die Umlaute, also mit welchem Zeichensatz die Datei gespeichert ist und somit wie er mit Umlauten und Sonderzeichen umzugehen hat. Aber auch der Titel, der Titel, der im Browser angezeigt wird. Im Body Tag ist nun alles Sichtbare, also der gesamte Inhalt. Und H1, willkommen im Internet, ist jetzt das erste sichtbare Element. Ja, H1 steht für Headline 1, Überschrift 1. Das ist wie im Word die Überschriften sozusagen. Und H1 ist die wichtigste, H6 ist die unwichtigste Überschrift sozusagen. Und das ist das Erste, was sozusagen wirklich Inhalt der Seite ist, die man dann auch im Browser sieht. Das Willkommen im Internet sieht man dann so, wie auch im HTML-Standard das formatiert ist. Das heißt, in allen Browsern sollten die Überschrift dann auch gleich dargestellt werden. In ungefähr der gleichen Größe, in ungefähr der gleichen Schriftart etc. etc. Ja, der Titel, wie gesagt, im Head, das ist das, was wir dann im Tab sehen, im Browser, der Titel der Seite. Gut, also nochmal, das war eine HTML-Seite. Ihr könnt die auch abtippen. Ich gehe nochmal zurück. Ihr könnt die auch abtippen und mal selbst probieren. Einfach im Editor, im Notepad das reinschreiben, dann speichern mit der Dateinung nicht TXT, sondern .html und dann im Browser einfach mal öffnen und schauen, was passiert. Gut, wie funktioniert das jetzt mit den Tags? Also HTML-Dateien bestehen aus Tags. Und das hier ist ein Tag. Also die gelben Teile sind ein Tag. Die sind mit spitzen Klammern umgeben. Das ist ein Attribut. Das heißt, Meta ist das Tag, Character Set ist jetzt eine Detailinformation zu diesem Tag. Und das ist dann der Wert dieser Detailinformation. Es gibt auch Tags ohne Detailinformationen, also auch das Title. In diesem Fall wäre ein Tag. Und das ist der Inhalt und hier wird das Tag wieder geschlossen. Alle Tags, die wir öffnen, müssen wir auch wieder schließen. Wir öffnen das Tag mit spitzer Klammer, Name des Tags. Und sobald die spitze Klammer zukommt, ist es sozusagen das öffnende Tag. Und mit spitzer Klammer Slash, ja, der Slash über den 7er, nicht Backslash, der Slash. Im Internet gibt es keinen Backslash. Slash und der Name des Tags. Und wieder spitze Klammer zu. Schließt dieses Tag, dann weiß der Browser, okay, somit ist das Titelelement fertig. Wenn wir keinen Inhalt haben im Tag, dann gibt es auch eine Kurzform des Tags, dann kann man direkt mit, dann spart man sich das schließende Tag,
Ja, und mach direkt beim Öffnen einfach am Ende ein Slash, spitze Klammer zu, dann ist es automatisch geschlossen. Das ist die Kurzform des Tags, unten wäre die Langform. Wenn es einen Inhalt gibt, muss es die Langform sein. Wenn es keinen Inhalt gibt, kann es auch die Kurzform sein. Ob es Attribute und Werte dazu gibt, das ist wieder egal, das gibt es in beiden Varianten. Die Attribute stehen aber immer beim öffnenden Tag, niemals beim schließenden Tag. Das ist wichtig. Attribute kann es natürlich auch mehr geben. Ja? Wir sagen Tag, Attribut hat den Wert, das nächste Attribut hat den nächsten Wert und dann gibt es möglicherweise noch einen Inhalt und das Tag wird geschlossen. Wenn es Attribute gibt, sind es immer so Kombinationen. Attribut gleich Wert, Attribut gleich Wert. Die Werte unter Anführungszeichen geschrieben. Ja, wenn es keinen Inhalt gibt, dann gibt es, wie gesagt, die Kurzform beim schließenden Tag. Es gibt auch Tags, die haben weder Attribute noch einen Inhalt. Dann kann man das auch so schreiben. Also überall, wo jetzt Tag steht, gehört dann der Name des Tags rein. Der Name des Tags bestimmt dann für den Browser, wie es formatiert wird oder was es zu bedeuten hat. Zum Beispiel, so ein Tag, der nichts weiteres hat, ist zum Beispiel Zeilenumbruch, BR für Break. Ja, da macht man einfach einen Spitze Klammer auf, BR, Spitze Klammer, also Slash, Spitze Klammer zu und der Browser weiß, okay, jetzt kommt ein Zeilenumbruch. Ja, und bei einem Attributen zum Beispiel, wo soll ein Link hingehen oder wo kommt ein Bild her? Was hat der Mail jetzt definiert? Ist, welche Attribute und welche Tags und welche Werte gibt es eigentlich? Und wie können die kombiniert werden? Das ist das, was HTML eigentlich ausmacht. Also es sagt, okay, es gibt Tags, so ist der Aufbau und dann, welche Werte gibt es eigentlich? Und Tags, das haben wir schon gesehen, die können auch verschachtelt werden. Es gibt, also er kann nicht nur, ein Tag kann als Inhalt nicht nur einen Text haben, sondern auch andere Tags. Wichtig ist die Reihenfolge beim Öffnen und beim Schließen. Wo haben wir das bereits gesehen? Na, ganz zu Beginn bei unserem Einstiegsbeispiel. Hier. Da gibt es auch das HTML-Tag, dann das Head-Tag im HTML-Tag drinnen. Das Body-Tag ist auch im HTML-Tag drinnen. Im Body-Tag ist aber das H1-Tag. Und so können diese entsprechend verschachtelt werden oder werden sie auch immer verschachtelt. Beim Verschachteln muss man nur, wie gesagt, auf die Reihenfolge aufpassen. Das wäre so ein klassischer Fehler. Meine Webseite ist, dann kommt ein A-Tag mit einem Attribut blau dargestellt, wo der Link hingeht. Was die ganzen Tags bedeuten, kommen wir noch, aber A ist ein Link. Ja, und wenn wir auf hier klicken, dann sollen wir auf mypage.at kommen. Allerdings schließt erst das H1-Tag und dann der A-Tag. Und das muss umgekehrt sein. Ja, also wer zuerst geöffnet wird, wird als letzter geschlossen. Das A-Tag wird als zweiter geöffnet, muss als erster geschlossen werden. Man kann sich das so überlegen, okay, wenn ich jetzt die Tags öffnendes und schließendes immer miteinander verbinde, dann darf es hier keine so Überschneidungen geben. Ja, hier wäre das Problem sozusagen. Ja, und dann gibt es natürlich eine Menge an Tags. A für einen Link, IMG für ein Bild für Image, P für einen Absatz, Paragraph, Font, B für Fett, Bold, I ist Italic Kursiv, U, Underline unterstrichen, OL und UL für Aufzählungen, Table und viele, viele, viele mehr. Werden wir uns ansehen, das jetzt die grobe Überblick, der grobe Überblick, wie ist HTML eigentlich aufgebaut, öffnende und schließende Tags, beziehungsweise auch die Verschachtelung und was hat es mit dem ganzen Tag-Attribut-Thema überhaupt auf sich? Wichtig auch, jeder Inhalt, der angezeigt werden soll, ist eigentlich immer ein Inhaltselement, also zwischen öffnenden und schließenden Tag. Und alle Attribute sind meistens irgendwelche zusatzspezifischen Informationen, nicht sichtbare Informationen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.